mal. Ich habe jetzt mal Licht angemacht. Haha. Guten Morgen. Guten Morgen. Halb fünf in Münster. Quatsch. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Vorher war es 5.30 Uhr. Und ich gehe mit meinem Hund spazieren. Ich friere mir die Finger ab. Ich habe Handschuhe vergessen. Wir gehen jetzt hin zum Kanal. Jo, wir sind gleich am Kanal angekommen. Und hier wurde eine neue Brücke gebaut. Und es werden noch einige mehr Brücken gebaut. Der Kanal wird nämlich erweitert, verweitert oder wie auch immer. Schon seit ein paar Jahren. Und es ist kalt. So ist das. Man kann gar nicht so viel sehen, weil es ist dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, so viel dazu. Und es ist kalt, ich habe gleich keinen Finger mehr, Leute. Oh, der eine Finger, der friert ab. Oh Gott, oh Gott. Schicko, zieh mal nicht so. Was soll das eigentlich? Ich habe. Oh, hier, die Finger frieren ab. Oh. Und sonst bin ich noch müde. Ja, ach, warum gehe ich eigentlich jetzt schon mit meinem Hund? Also, das ist so. Meine Schwester ist für kurze Zeit bei mir. Die hier in Münster sozusagen so eine Probearbeitswochen hat. Bei so einer tolle Firma, wo man so um 6 Uhr morgens da sein muss oder darf zum Arbeiten. Ist klar, dass man dann um 5 Uhr aufstehen darf oder um 4.30 Uhr. So viel dazu. Und die habe ich gerade weggebracht. Ja, und was wollte ich noch sagen? Genau, ich bin jetzt gerade hier am Kanal spazieren, wo ich früher auch immer viel spazieren war, weil ich hier vor ein paar Jahren um die Ecke gewohnt habe. Ja, so viel dazu. Schicko, komm. Ja, da wollte ich euch ein bisschen davon erzählen, zeigen, dass ich jetzt schon morgens früh in der Dunkelheit mit meinem Hund spaziere, damit ich gleich wieder kurz in mein Kuschelbett kann. So 1-2 Stunden nochmal nachschlafen. Was natürlich eigentlich Unsinn ist einerseits, aber andererseits bin ich so kaputt und müde, weil ich erst um 1 Uhr irgendwie eingeschlafen bin oder ins Bett gekommen bin. Dazu muss ich sagen, ja, ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich war zwar auch schon um 11 Uhr im Bett und habe dann vorher halt ein bisschen TV geschaut, Club der Roten Bänder, ich gebe es zu, und auch noch die Doku dazu, so dass ich nach dem Ganzen erstmal weniger einschlafen konnte. Und dann habe ich einfach ein Buch genommen und habe, weiß ich nicht, wie viele Seiten gelesen, bis ich irgendwann angefangen habe zu gähnen. So viel dazu. So, jetzt gehen wir langsam wieder zurück, weil mir das zu kalt ist und Jacko auch schon einiges gemacht hat an Geschäften. Hier drüben ist übrigens Parkplatz. So, und da vorne ist so ein Wohnwagen. Der steht schon, glaube schon Jahre hier. Aber er hat jetzt so eine Plastikabdeckung. Na, ist ja vielleicht besser so. Vielleicht ist er ja auch undicht, ne? Bei der Witterung. Ach, da muss ich auch noch sagen, gestern war es ja richtig schlimm, ne? Mit dem Regen und, weiß ich nicht, ich glaube, Hagel gab es auch. Auf jeden Fall hat es ja so viel geregnet, dass ich ganz schön nass wurde mit meinem Hund. Und, ja, mein Auto natürlich auch. Der Kofferraum, der ist ein bisschen voll gewesen. Wahrscheinlich. Also, ich habe jetzt noch nicht ganz nachgeguckt, aber ich habe ja die Seite frei geschaufelt sozusagen, wo das Wasser reinkommt. Und da ist so ein Feuchter drin. Der bringt auch ein bisschen was, aber diese eine Stelle, also diese, wo das immer das Wasser drin steht,
Das fängt schon ganz schön an zu rosten. Das gefällt mir auch weniger, aber was soll man denn machen dazu? Ne? Auf jeden Fall wünsche ich eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Oder ich drehe nachher weiter. Mal schauen. Ciao. Ah. Ist zwar trocken, aber hier ist nass. Da unten auch. Da stand bestimmt gestern mehr drin als jetzt. Schon wieder getrocknet. Das ist nämlich auch. Ja, so ist das halt. Hallihallo, Hallöle. Ja, nochmal. Ich bin jetzt mit meinem Hund hier spazieren. Mittagsrunde. Vorher war ich mit ihm beim Tierarzt. War ja auch ganz nett. Wenige Parkplätze. Dann bin ich hier wieder, also besser gesagt, ich wollte nach Hause fahren. Und was passiert da? Kommt ein LKW, blendet auf, ich sollte vorfahren, ja. Und hallo, das war nur ein LKW. Der, wenn er weitergefahren wäre, hätte ich ja sofort links einfahren können, wo ich reinfahren wollte, ja. Und was passiert hinter mir? Da überholt doch glatt ein Auto. Ja, dann habe ich gedacht, weißt du was, fahre jetzt geradeaus. Wer weiß, vielleicht rollt der LKW gleich weiter und dann liegt er in mir... in mein Auto oder so, ne? So, dann bin ich halt so eine Strecke gefahren, um mich ein bisschen zu beruhigen von diesen komischen Erfahrungen der anderen Verkehrsteilnehmer mit Auto und LKW. Bin ich halt in der 30er-Zone gefahren, also ruhige Zone. Und was kommt da? Erste Baustelle. Ganz toll. Ja, musste ich halt Umweg fahren. Besser gesagt, das war echt sozusagen jetzt für mich ein bisschen der teuerste Tierarzttermin überhaupt die ganze Zeit, weil ich total die Umwege gefahren bin. Denn dann, wo ich lang gefahren bin, wo ich gedacht habe, ja, da komme ich dann vielleicht dann irgendwie nach Hause, brauche ich nicht da hinten wieder herfahren, so und so, keine Ahnung, wie auch immer. Nächste Baustelle, Sackgasse. Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwie angekommen, jetzt sind wir hier im Feld und habe gedacht, ich gehe jetzt hier spazieren, um mich ein bisschen abzureagieren oder besser gesagt, einmal durchatmen. Ach, das war ja... Das ist voll im Bauch gegangen, weil ehrlich, hallo, wo haben die den Führerschein gemacht? Nur weil es gerade hält und der LKW gerade sozusagen entgegenkam, ne? Der kam entgegen bei mir, so. Und hinter mir standen schon, weiß ich nicht, wie viele Autos, so. Und das zweite oder dritte Auto hat dann einfach, ja, die anderen Autos überholt und der LKW, der stand dann da an der Kreuzung. Und konnte dann auch erstmal nicht weiterfahren, weil er ja auf der Gegenfahrbahn ein anderes Auto war, was uns überholen wollte und mich natürlich auch. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach geradeaus, weil wer weiß, ja, ist mir auch wurscht. Weil eigentlich hatte nämlich der LKW-Fahrer Vorfahrt, ja, weil das ist ja auf einer anderen Spur gewesen. Ja, ich hoffe, ihr konntet das irgendwie verstehen, ansonsten... kann ich es auch mal irgendwie aufmalen oder so oder euch mal mit irgendwelchen Papierrollen zeigen. Irgendwann, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten, gehe jetzt rein, fahre wieder nach Hause, bringe den Hund weg und hole danach meine Schwester ab. Ich wünsche eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Mir ist einfach zu kalt, schau. Ich war am Ende.
Hallo zusammen, ich habe jetzt ein bisschen Küchenarbeit gemacht. Jetzt mache ich gleich erstmal Mittagessen. Also ich ist gerade dabei. Habe gestern einen Kichererbseneintopf gemacht. Den esse ich mir jetzt. Und dann werde ich noch ein bisschen Haushalt machen. Das Video zusammenschneiden. Was noch? Ah ja. Dann noch ein bisschen was bei Facebook machen, mit meinem Hund gehen. Ja, und das Wesentliche ist halt der Haushalt, weil ich mein Bett machen wollte. Und ein bisschen noch aufräumen, Wäsche abhängen, wegräumen. Ja, das wollte ich jetzt sozusagen machen noch. Und dann habt ihr vorhin gesehen, dass ich gespült habe. Ein bisschen Haushalt sozusagen. Ja, genau. Und alles andere schneide ich gleich zusammen, weil ich dann mein ganz frühes Runde euch dazu schneide. Mal schauen, ob das funktioniert alles. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Tschüss!